So, guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren und liebe Medienvertreter. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich mich jetzt aus Magdeburg hier zuschalten muss, aber aufgrund der aktuellen Umstände laufen hier noch eine ganze Reihe von Sitzungen. Ich komme gerade aus der Präsidiumssitzung des Landkreistages, die sich natürlich auch mit dem Thema der Flüchtlingsunterbringung und der Lage in der Ukraine beschäftigt hat. Ich würde Ihnen sehr gerne, bevor ich Ihnen Überblick gebe, welche Bemühungen der Burgenlandkreis im Moment durchführt, auch noch Valodja Panke vorstellen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er schon vorgestellt wurde, während ich jetzt hier noch nicht war. Valodja Panke sitzt in unserem Beratungsraum im Landratsamt in Naumburg. Und ich kenne ihn schon seit der Zeit kurz nach der politischen Wende, als er aus der Ukraine selbst nach Deutschland gekommen ist. Und er wird vielleicht ein paar Sätze dazu auch sagen können. Und dann habe ich mit ihm gemeinsam Trompete gespielt. Er besser, ich schlechter. Und jetzt ist er schon seit vielen Jahren Kollege von mir und unterrichtet an unserer kreislichen Musikschule Trompete und ist natürlich auch von der Situation stark berührt, betroffen. Wir haben am Wochenende uns ausgetauscht und er hat auch ein Stückchen Beratung geleistet zu der Frage, was eigentlich der Landkreis leisten könnte und sollte. Valodja, möchtest du vielleicht, bevor ich die einzelnen Maßnahmen vorstelle, ein paar Worte sagen zu dem, was dich jetzt bewegt bei dem Angriffskrieg auf die Ukraine? Ja, natürlich. Ich habe, aber entschuldigen, wenn ich ein bisschen vorlese, nicht, dass ich ein paar deutsche Artikel falsch sage und so. Da habe ich ein bisschen mich vorbereitet für dieses Gespräch. Mein Name ist Volodya Panke, ja, wie Herr Ulrich gesagt hat, und ich bin seit langem deutscher Staatsbürger und arbeitete als Musiklehrer. Meine Wurzeln liegen jedoch in der Ukraine. Seit Jahren beunruhigt mich die Destabilisierung meiner alten Heimat durch die Annexion der Krim und die andauernde Verletzung der Waffenruhe durch die Separatisten in der Ostukraine. Als Russland am vorigen Dienstag die Anerkennung der Separatistengebiete als autonome Republiken der Ukraine verkündete, war das bedrohlich genug. Aber noch ahnte kaum jemand, dass Putin seine zu Manövern zusammengezogene Streitkräfte der Marschbefehl direkt von dort an alle Landesteile schicken würde. Auch ich habe den Warnungen der amerikanischen und britischen Nachrichtendienste und der Botschafter der Ukraine, Herr Melnyk, nicht geglaubt. Dieser Wahnsinn kann man auch nicht glauben. Und die Lage ist sehr ernst. Die Angriffe halten zuerst strategischen Punkten und den Großstädten, ja. Aber Zerstörung und Leid erfassen alle Gebiete. Meine Schwester wohnt in einer kleinen Stadt der Westukraine in den Vorkarpaten. In den vergangenen Tagen und Nächten zwang sie, Fliegenalarm immer wieder mit dem Enkel in den Keller zu gehen. Der örtliche Zivilschutz fasste bereits mehrere russische und tschetschenische Diversanten und konnte bisher größere Anschläge verhindern. Viel ernster sieht es, wie Sie alle wissen, in Kiew aus. Dort leben mehrere Verwandte. Das Patenkind meiner Schwester war seit Kriegsbeginn nicht mehr zu Hause. Sie arbeitet als Anästhesistin in einer Notfallklinik und schläft zwischen in Operationen auch dort, wo wie das andere medizinische Personal. Das Krankenhaus ist natürlich überlastet und inzwischen auf Lebens
Mittelgaben aus dem Umland angewiesen. Seit dem terroristischen Angriff auf mein Vaterland erhalte ich unzählige betroffene Anrufe von Freunden und Bekannten. Viele haben gefragt, wie sie helfen können. Gemeinsam mit meiner Kollegin und Landsmann André, er stammt aus Lviv, Lemberg auf Deutsch, habe ich lange nach einer effektiven Möglichkeit gesucht. Schließlich ermunterte uns Herr Götz Ulrich, ein Spendenkonto einzurichten. Und so bitten wir jetzt solidarische Menschen um finanzielle Unterstützung für die medizinische Versorgung der zahllosen Verletzten in der ukrainischen Hauptstadt. Ganz, ganz kurz möchte ich noch sagen, warum ich so angezogen bin. Meine Mutter hat dieses Hemd gemacht und sie schenkt, und alle ukrainischen Mütter schenken so ein Hemd. Dieses gesticktes, ja, selbstgemachtes Hemd. Und das haben Russen uns immer gesagt, das ist Nationalismus, das ist kein Nationalismus. Ja, das ist einfach Liebe zur Heimat. Heimatliebe ist das. Es ist wie wenn zu Oktoberfest in Deutschland werden Lederhose oder Bier verboten. Das wollte die aufs ukrainische Volk Russen machen. Und das ärgert mich sehr. Ich weiß nicht, ja, wann dieser Wahnsinn zu Ende geht. Aber ich glaube, letzte Stunden, und ich glaube ja, dass meine Verwandten überleben und meine Verwandten auch, ja, bleiben gesund. Ich weiß nicht, wie das weitergeht und was wird. Obwohl die Nachrichten letzte, was ich bekommen habe, zeigen, dass solidarisch, die ganze Welt wird solidarisch und versteht, was das für Wahnsinnkrieg Putin angefangen hat. Ich weiß nicht, was es wird, aber wenn jemand noch Fragen hat oder jemand möchte was wissen. Putin ist ein. Ich würde jetzt an dieser Stelle, weil Leute ja. Also nochmal übernehmen, möchte dir nochmal ganz herzlich Danke sagen, dass du den Mut hast, damit auch deine Trauer und deinen Ärger, deine Wut auch öffentlich zu machen. Und wir wollen alle dir und den anderen ehemaligen oder gegenwärtigen Ukrainerinnen und Ukrainern, die im Burgenlandkreis leben und deren Familien auch ein Stück weit Hilfe geben. Es ist im Moment so, dass wir 120 Ukrainerinnen und Ukrainer im Burgenlandkreis gemeldet haben. Das sind ganz verschiedenste Konstellationen. Jemand hat geheiratet, jemand aus Deutschland, jemand ist als Flüchtling mal gekommen. Oder wir haben auch in dem Bereich der Unternehmen, der Ernährungswirtschaft Ukrainerinnen und Ukrainer beschäftigt. Ich habe das heute Morgen auch schon mit einigen Unternehmen gesprochen. Natürlich habe ich angerufen und telefoniert mit dem Unternehmen Interstarch. Das ist ein ukrainisches Unternehmen, das bei uns im Chemie- und Industriepark Zeitz angesiedelt ist. Ich habe telefoniert mit der Käserei in Wolmirstedt, die auch ukrainische Beschäftigte hat. Und überall hört man dann auch ähnliche Schicksale und Betroffenheiten wie bei Valotja. Und ich möchte erstmal gerne den Vorschlag aufgreifen. Das werden wir morgen dann auch nochmal zu einer Kundgebung nochmal öffentlich machen, dass wir also Spenden, die wir einnehmen, dann eben auch für diesen Zweck der medizinischen Versorgung, dort, wo Valotja Panke sich auch ein Stück und seine Familie ein Stück weit auskennt, dass es auch in guten Händen ist, das Geld dann dort einsetzen werden. Valotja, kannst du noch mal genau sagen, wo wird das dann sein?
in Kiew arbeitet als Anästhesiologin. Die Tochter von meiner Cousine, das ist Patenkind von meiner Schwester. Das können wir ja auch hinterher nochmal sagen. Wenn es jetzt gerade nicht geht, weil Leute, ist das überhaupt nicht so. Notfallstation, dort, wo direkt verwundete Menschen geliefert. Genau, und da werden wir versuchen, eine Lösung zu finden, dass wir dort die Spendenmittel dann auch dorthin transferieren können. Ich mache einfach mal weiter, weil Leute, dann kannst du dich vielleicht ein bisschen beruhigen. Und wir haben ein Spendenkonto heute eingerichtet. Die Sparkasse hat das heute Morgen sofort getan, auf das also die Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Spenden einzahlen können, die wir in erster Linie für diesen Zweck einsetzen und in zweiter Linie aber auch, um je nach der Höhe der Spenden, die eingehen, um denen, die jetzt hier ankommen, auch das Leben hier etwas angenehmer zu machen, für welche Dinge dann auch immer im Einzelnen, die dann dort gebraucht werden, die jetzt über das normale Maß vielleicht hinausgehen. Also wir haben ein Spendenkonto, das sofort für Geldspenden geeignet ist. Und wir rufen die Bevölkerung, ich rufe auch die Bevölkerung auf, reichlich Geld zu spenden, weil das natürlich das flexibelste Spendenmittel ist, das man dann auch einsetzen kann. Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit, Sachspenden zu geben. Wir wissen jetzt noch nicht genau, was wirklich benötigt wird. Deshalb haben wir ein Bürgertelefon eingerichtet mit einer Rufnummer. Kann die noch mal vorgelesen werden? Das ist die 0800 333 0013. Genau, ein Bürgertelefon, das sich zunächst mal an die einheimische deutsche Bevölkerung richtet, wo man also Fragen zu den Sachspenden und auch zu den Geldspenden dort noch anbringen kann und wo man Auskunft bekommt, wo man Sachspenden abgeben kann. Ich habe heute Morgen zunächst mal mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern aus dem Burgenlandkreis die Sache auch besprochen. Zunächst mal gibt es jetzt die Abgabemöglichkeit an den 4 Impfzentren, die wir eingerichtet haben. Das ist in Zeitz die Katastrophenschutzhalle. Das ist in Zorbau unser Impfzentrum eben im Gewerbegebiet. Das ist in Bad Bibra das Haus des Gastes im Bürgergarten. Und das ist in Naumburg jetzt neu das Objekt Friedensstraße 5 bis 7 an der Vogelwiese hinter dem Hotel Stadt Naumburg. Dort können die Sachspenden während der Öffnungszeiten der Impfzentren, das ist immer von Mittwoch bis Samstag, von 11 bis 18 Uhr abgegeben werden. Ich bitte aber darum, dass jetzt wir nicht mit Plüschtieren überhäuft werden, weil wir noch nicht wissen, wie viele Kinder überhaupt kommen, sondern dass man auch eben Sachspenden tätigt, die dann tatsächlich auch ausreichend gebraucht werden. Sobald wir genauer wissen, was gebraucht wird, werden wir diese Information dann auch weiterreichen. Also das Bürgertelefon mit der Nummer steht in erster Linie zur Verfügung für die Deutschen, um Geldspenden und Sachspenden dort anzumelden, zu besprechen. Oder aber auch das erfasst das Bürgertelefon, wenn, ich nenne es jetzt mal Zeitspenden oder Engagement, Bereitschaft zur ehrenamtlichen Mitarbeit in der Flüchtlingsbetreuung angemeldet wird, auch das erfasst das Bürgertelefon sehr gerne. Wir freuen uns über jede und jeden, der hier spenden will. Und damit komme ich zum nächsten Punkt. Eine solche Spende in Anführungsstrichen kann ja auch darin bestehen, dass Menschen Unterkunft anbieten. Wir uns haben auch am Wochenende schon solche Angebote erreicht. Wir sammeln die jetzt zunächst. Und auch diese Unterkunftsanmeldung kann über das Bürgertelefon abgewickelt werden. Aber auch über die E-Mail-Adresse Bürgertelefon mit ue-bürgertelefon@bek.de. Wir freuen uns über jedes Angebot. Ob wir jedes Angebot nutzen können und nutzen werden,
Das können wir jetzt noch nicht sagen, weil wir nicht wissen, wie groß der Andrang an Geflüchteten aus der Ukraine sein wird. Wenn wir die Möglichkeit haben, zwischen verschiedenen Unterbringungsmöglichkeiten auszuwählen, ist natürlich wichtig, dass die Unterkunft auch die Möglichkeit hat, mal eine Einkaufsmöglichkeit zu Fuß zu erreichen, den öffentlichen Personennahverkehr zu erreichen, sodass also wir nicht so ganz abgeschiedene Objekte im ersten Schritt auswählen wollen. Bei dem Thema Unterkunft, also wir sammeln jetzt die privaten Anmeldungen. Wir haben die Gemeinden gebeten, uns Unterkünfte aus dem kommunalen Bereich zu melden. Da ist mir zum Beispiel schon von der Wohnungsbaugesellschaft in Hohenmölsen ein sehr gutes Angebot aufgezeigt worden. Der Kreis, der Burgenlandkreis selber, kümmert sich aber auch um eigene Unterbringungsmöglichkeiten. Und wir bereiten zurzeit unser Objekt in der Friedensstraße 5 bis 7 vor. Ich habe das eben gerade schon erwähnt. Das ist ein sehr stattliches Gebäude hinter dem Hotel Stadt Naumburg, in zentraler Lage in Naumburg. Ehemals als Altersheim genutzt, ist jetzt freigezogen worden und gehört dem Landkreis. Der Vorteil ist, dort gibt es eben viele Räumlichkeiten, die auch mit Sanitärzellen ausgestattet sind. Und im Laufe dieser Woche wird das Objekt so hergerichtet, dass wir dort Unterbringung leisten können. Über die Gesamtzahl der Plätze sind wir uns noch nicht ganz einig. Das wird irgendwas zwischen 50 und 100 sein. Das würden wir dann auch nochmal der Presse genauer mitteilen. Parallel dazu haben wir bei dem anliegenden Hotel Stadt Naumburg die Möglichkeit des Eigentümers, Herrn Dr. Künzer, erhalten, auch gegebenenfalls dieses Hotel anzumieten, das dann in unmittelbarer Nähe der Flüchtlingsunterkunft läge und weitere Möglichkeiten für bis zu 122 Personen mit sich bringen würde, sodass wir also zunächst mal hier eine zentrale Stelle haben, wo eine Ankunft von Geflüchteten im Burgenlandkreis stattfinden kann. Die Johanniter haben bereits ein Angebot unterbreitet, hier die entsprechende Flüchtlingsbetreuung auch durchführen zu können. Das wird sich dann zeigen. Wir sind mit den Hilfsorganisationen, auch mit den anderen Hilfsorganisationen im Gespräch, um Hilfe zu leisten beim Sortieren und Organisieren der Sachspenden. Wir sammeln also die Sachspenden dann an den Impfzentren ein, verbringen die nach Zorbau und sortieren die dann dort in Zorbau und gucken dann, wo was benötigt wird. Die 0800-Nummer, die Ihnen im Bürgertelefon genannt wurde, hat aber auch noch eine zweite Funktion, die wir jetzt so schnell wie möglich umsetzen wollen. Sie soll auch als Hotline für die Ukrainerinnen und Ukrainer, die im Burgenlandkreis wohnen, genutzt werden, um Auskunft zu erhalten, wie kann ich denn jetzt in welchem Verfahren meine Angehörigen in den Burgenlandkreis holen. Da berät dann die Migrationsagentur, an die dann dort weitergeleitet wird. Und wir bemühen uns da auch, Sprachkompetenz dann ans Telefon zu holen, falls die Anrufenden nicht der deutschen Sprache mächtig sind, sodass wir auch mit Ukrainisch und Russisch versuchen, dann dort weiterzukommen. Grundsätzlich ist ja die Einreise aus der Ukraine kein Problem. Es besteht hier für 90 Tage ohnehin Freizügigkeit auch ohne Visa, sodass es eher ein organisatorisches Problem ist, erstmal in den Burgenlandkreis zu kommen. Also Hotline auch für die Ukrainerinnen und Ukrainer. Und wir werden versuchen, diese Information dann auch noch mehrsprachig weiter zu streuen, damit diejenigen, die vielleicht in den Unternehmen bei uns arbeiten und in gewissen Gruppen unterwegs sind, davon dann trotzdem erfahren und das nutzen. Also wir haben drei Reisebusse unserer kreiseigenen Personenverkehrsgesellschaft, die jederzeit abfahrtbereit sind. Ich bin sehr dankbar, dass ich da auch insgesamt 6 Busfahrer bereit erklärt haben, diese Fahrten mit zu übernehmen. Und wir warten jetzt auf Signale aus der Zivilgesellschaft, wo Kontakte an die ostpolnische Grenze hin bestehen,
wo gegebenenfalls eine größere Zahl von Ukrainerinnen und Ukrainern nach Deutschland kommen will. Wir haben also dann 3x45 Plätze in diesen Bussen. Ja, ich weiß, dass es solche Initiativen auch aus anderen Landkreisen gibt. Wir sind also jederzeit jetzt abfahrtbereit. Da bin ich auch Herrn Däumler, unserem Geschäftsführer, sehr dankbar. So, dann hatte ich über die Friedenskundgebung gesprochen. Wir haben das Wochenende genutzt, um hier eine Friedenskundgebung für den, also für morgen um 18.30 Uhr auf dem Markt in Naumburg vorzubereiten. Frau Schützhold, das ist eine engagierte Bürgerin aus Naumburg, hat diese Veranstaltung angemeldet und wird dort auch als erste Rednerin auftreten. Der Oberbürgermeister, Herr Müller und ich, wir unterstützen diese Veranstaltung und es gibt zahlreiche weitere Unterstützer, die wir gewinnen konnten. Das sind einmal die christlichen Kirchen, sowohl der evangelische Kirchenkreis Naumburg-Zeitz, als auch die katholischen Gemeinden im Burgenlandkreis werden diese Veranstaltung unterstützen. Der DGB-Kreisverband ist sogar mit der Einladung schon öffentlich geworden, unterstützt diese Veranstaltung ebenfalls. Und alle drei Netzwerke für Demokratie, es gibt das Bündnis für Vielfalt und Demokratie in Zeitz, das die Friedenskundgebung unterstützt. Und es gibt das Bündnis für Demokratie in Naumburg, das diese Kundgebung unterstützt, und das Bündnis für Toleranz und gegen Rechtsextremismus in Weißenfels. Alle drei Bündnisse sind ebenfalls als Unterstützer für diese Friedenskundgebung aktiv. Und ich würde mich freuen, wenn die Medienvertreter darüber auch berichten könnten, morgen 18.30 Uhr auf dem Markt in Naumburg. Und mit Valodja Pankiv bin ich im Gespräch, dass eben auch die Möglichkeit besteht, dass dort ein Vertreter der ukrainischen Gruppe hier aus dem Burgenlandkreis dann das Wort ergreift. Das wird sicherlich möglich sein und es wäre gut, wenn so viele Menschen wie möglich dort zum Ausdruck bringen, wie unsere Solidarität mit den von diesem Angriffskrieg betroffenen Volk in Osteuropa aussieht. Je mehr Menschen kommen, umso beeindruckender ist das sicherlich. Aber es hilft uns vielleicht auch untereinander, uns so unterzuhaken, dass wir wissen, bei der Unterstützung derer, die dann zu uns kommen, ist jetzt die öffentliche Hand und sind diejenigen, die sich jetzt aus der Zivilgesellschaft gemeldet haben, nicht alleine, sondern es gibt noch viel mehr. So, das waren die Dinge, die ich Ihnen nahebringen wollte. Wenn es jetzt, Valodja, ist es jetzt, geht es dir jetzt wieder besser? Ja. Also, das war jetzt das, Valodja, was am Wochenende eben alles möglich war zu organisieren. Und ich hoffe, du konntest auch mit dem einen oder anderen aus der Ukraine noch sprechen. Es wäre ja schön, wenn morgen auch viele Ukrainerinnen und Ukrainer mit auf den Markt kämen. Vielleicht nicht alle 120, aber die es im Burgenlandkreis gibt, aber doch viele. Ja, ich kenne nicht alle, aber es war möglich. Gestern habe ich in Bucha mit ein paar Leuten aus der Ukraine, die in Wolmirstedt sind zurzeit, mich getroffen und da haben die auch gesagt, dass ein paar die frei haben, weil die arbeiten dort und da können die auch kommen. Und meine Frau organisiert auch Transport und die werden abgeholt, und die weiß ich nicht wie viel. Ja, mit Frau Pollmeier, wahrscheinlich organisiert. Ja, sehr schön. Wir sind in Kontakt, und wie viele Personen kommen von dort, weiß ich nicht noch. Aber ich habe auch gesagt, dass vielleicht haben die auch Möglichkeit, ein paar Plakate mitnehmen und so. Ach so, was wäre gut, genau. Ja. Okay. Und, jetzt wirst du erstmal sehen, Valodja, ob die Presse noch Fragen an dich oder mich macht.
Ja, ich würde jetzt einfach mal per gleich melden per Video. Sie sagten ja, dass es noch nicht ganz klar ist, was an Gebrauchsgegenständen möglicherweise benötigt wird, was gespendet werden sollte. Aber es gibt ja durchaus Menschen, die sicherlich sofort loslegen wollen und irgendwie helfen möchten. Gibt es denn irgendwas, was mit Sicherheit gebraucht wird? Ich denke, Bekleidung ist durchaus was, was schon gesammelt und durchaus auch abgegeben werden kann. Oder sehe ich das falsch? Das können wir jetzt gemeinsam vielleicht auch noch mal überlegen, weil das ja sicherlich auch für Ihre Berichterstattung hilfreich wäre, ne? Wenn man da, also kann ich mir auch vorstellen, was, Valotja, was glaubst du, was wird benötigt? Ich denke, Sachen, ja, warme Sachen, vielleicht auch etwas für Kinder, weil es sind sehr viele Kinder, die Männer dürften nicht raus aus der Ukraine. Ja, die sind meistens dort geblieben. Und ja, das sind 100.000 in zwei Tagen, 100.000 junge und auch ältere Männer haben sich gemeldet und dort mit Waffen jetzt schützen ja unsere Orten. Ja, und die Frauen machen auch diese sogenannte Molotow-Cocktails, ja, weil die müssen einfach irgendwo sich schützen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn gut funktionierende Geräte vielleicht übrig sind, entweder Mobilfunkgeräte oder auch Nachtsichtgeräte. Ich meine nicht Nachtsichtgeräte, ich meine iPod, wie heißt das, iPads oder sowas, dass man also die Kommunikation mit zu Hause aufrechterhalten kann. Und wir müssen ja sehen, dass wir auch in den Unterkünften dann ein WLAN-Netz einrichten, dass das auch hilfreich ist. Vielleicht bringt, sicherlich werden die Leute auch ihr Mobilfunkgerät mitbringen, aber könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere auch dankbar ist, wer weiß, kommt vielleicht eins weg. Man verliert es unterwegs, ich habe keine Kommunikationsmöglichkeit mehr. Das ist ja das A und O, dass ich mit den Menschen zu Hause auch rede. Also nicht, dass jetzt jeder seinen sozusagen digitalen Schrott uns abliefert. Es müssen dann wirklich gut funktionierende Geräte sein. Leider habe ich keine richtige Auskunft, weil meine Schwester, sie bleibt dort zu Hause. Ja, in Westukraine ist noch Panzer nicht überall da oder in dieser kleinen Stadt, wo sie wohnt. Ja, keine strategisch wichtige Punkte, wo bombardiert worden. Aber die war schon fünfmal in diesen Tagen ja in der Nacht aufgewacht und heute früh auch in Keller gegangen mit kleinem Kind, mit Enkelkind. Weil die müssen sich schützen, ja, wenn die Sirenen kommen, ja, da müssen die in Keller. Manche Leute haben nicht. So, aber meine Schwester hat gesagt, ich komme nicht zur Grenze, weil die Infrastruktur ist so kaputt, dass die von unserer Stadt zerbombte Straßen und die Diversionsgruppen, welche dort arbeiten, ja, das ist sehr gefährlich. Und mein Cousin ist aus Kiew, er hat gesagt, Nadja, bleib zu Hause, die kommen nicht so weit zu euch. Das ist kein strategischer Punkt, ja, wo die Interesse haben und so. Die wollen zuerst militärische Objekte, Flughafen und sowas, ja, zerbomben. Das ist. Okay, wir waren ja jetzt bei der Frage, was an Sachspenden noch sinnvoll wäre. So, Herr Ruch von der MZ Weißenfels hatte auch eine Frage. Ja, vielen Dank. Das geht an den Ulrich. Sie hatten jetzt mehrfach gesagt, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar ist, wie viele Geflüchtete aus der Ukraine zu erwarten sind. Ich gehe nur davon aus, bis jetzt sind auch noch keine da. Genau, also wenn welche da sind, dann sind das einzelne Personen, die auf private Initiative hin von ihren eigenen Familien dann aufgenommen werden. Wir sind jedenfalls jetzt keine bekannt, die schon im Burgenlandkreis eingetroffen sind. Okay. Hat die Stadtverwaltung zum jetzigen Zeitpunkt, die Kreisverwaltung, Entschuldigung, eventuell schon hochgerechnet, wie groß die Kapazitäten sind? Also wie viele Geflüchtete insgesamt im Burgenlandkreis irgendwie unterkommen könnten? Oder ist man da variabel?
Ich habe ja vorhin gesagt, dass jetzt die Kapazität am Standort Friedensstraße 5 bis 7 bei ungefähr zwischen 50 und 100 Personen liegen und in dem benachbarten Hotel, auf das wir zurückgreifen könnten, nochmal bei 122. Also wir hätten jetzt an diesem einen Standort ungefähr für 200 Personen eine erste Unterbringungsmöglichkeit. Und dann wird es jetzt davon abhängen, welche Angebote wir aus den Städten und Gemeinden erhalten und aus der Bevölkerung, um dann weiter zu verteilen. Wie gesagt, ich habe jetzt schon aus der Stadt Hohenmölsen interessante Angebote von fertig ausgestatteten Wohnraum und Wohnungen, die die Wohnungsbaugesellschaft dort uns angeboten hat. Und ich hoffe natürlich, dass dieser Aufruf mit Ihrer Hilfe jetzt auch dazu führt, dass aus der Bevölkerung weiterer Wohnraum uns gemeldet wird, den wir dann detailliert erfassen, für wie viele Personen, über welchen Zeitraum. Also das kann man jetzt noch nicht sagen. Wir fangen jetzt erstmal mit dieser Gesamtkapazität von 200 an. Dankeschön. So, dann sehe ich keine weiteren Nachfragen. Doch, ich hätte noch eine. Sie sagten ja vor, oder Sie gaben ja vorhin die Zahl der Ukrainer im Burgenlandkreis an. Gibt es denn eine ähnliche Zahl für russische Staatsbürger? Wie viele Russen gibt es im Burgenlandkreis? Na, die gibt es sicherlich, aber die habe ich jetzt nicht ausrechnen lassen. Wenn Sie wollen, kann das sicherlich die Pressestelle noch kurzfristig über das Ausländerzentralregister in der Migrationsagentur abfragen. Das wäre gut. Danke. Ja, Frau Vater, nehmen Sie das bitte in die Hand. Ja, mache ich. Gut. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich, aber besonders Valotja Pankiv, dass du, Valotja, da über deinen Schatten gesprungen bist und trotz deiner wirklich angespannten Gefühlslage da dich hier an die Öffentlichkeit getraut hast. Du stehst ja jetzt hier stellvertretend für die vielen Frauen und Männer, die sich für die 120 im Burgenlandkreis, die sich um ihre Familien vor Ort großes Sorgen machen. Und wir hoffen sehr, dass diese Familien alle nicht nur mit dem Leben davon kommen, das ganz besonders, aber auch in Frieden, dass sich dieser ganze Widerstand, den die ukrainische Bevölkerung leistet, auch insofern lohnt, dass Frieden und Demokratie und die Freiheit im Land erhalten werden kann. Darf ich noch ein paar Worte sagen? Ich sehe, dass Putin macht Krieg, aber die Völker von ganzer Welt werden diesen Krieg bezahlen. Und das ist am traurigsten für mich. Ja? Und ich freue mich über die Solidarität des deutschen Volkes. Das möchte ich auch mich bedanken. Vielen Dank, Valotja Pankiv, und vielen Dank den anwesenden Journalistinnen und Journalisten, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen trotz allem einen guten Tag heute. Und Valotja, wir sehen uns spätestens sicherlich morgen im Naumburg auf dem Markt. Und du stehst ja mit Herrn Dr. Müller-Uri, glaube ich, da noch in Kontakt, wie wir das genau organisieren. Ja, Dankeschön.